definitiv lerche. Ich bin nicht die Freundin von der Nacht und lieb es, am Morgen früh aufzustehen und tatkräftig den Tag anzufangen. Berge. Ich bin ein alpiner Mensch, ich liebe es Skifahren und Berg ist für mich Batterie aufladen. Während der Corona-Zeit definitiv Netflix. Kann allen Borgen empfehlen, eine dänische Serie über die erste Premierministerin in Dänemark. Ah, ich mag das Drama schon sehr gern und ja, Komödie gibt es sehr viel Seichts und ja, darum bleibe ich bei dem Drama. Als Diplomatin bin ich natürlich geübt im Prosecco trinken, aber ich vertlitze eigentlich nicht so gut und kann nicht gut schlafen, wenn ich Prosecco am Abend getrunken habe. Darum ja, greife ich öfter auch wieder zum Orangensaft. Ja, weder noch, würde ich jetzt hier sagen. Kommt auf einen Anlass drauf an. Ich bin eine Leseratte. Ja, Lesen ist für mich Erholung und ich kann dort einfach abtauchen in andere Welten. Klar, Theater. Also, ich bin kein Spielerin. Das Spiel reizt mich nicht und darum Theater. Ja, einen ganz schlechten Musikgeschmack. Ich stand für einen Pop. Ich liebe die Käseknöpfchen von meiner Mama, am besten mit viel saurem Käse und Zwiebeln. Da würde jetzt knapp am Kunstmuseum der Vorrang gehen. Kommt immer auf die Situation drauf an, aber im Lichtesten bin ich eher fürs Duzen. Mit meinen besten Freundinnen telefoniere ich ganz, ganz lang. Durch meinen Beruf bin ich sehr viel umgekommen und ja, das Kofferpacken ist jetzt nicht so meine Leidenschaft und darum bin ich immer froh, wenn ich Zeit daheim verbringen darf mit meiner Familie.